Ich glaube, heute können wir trotzdem von der ersten Halbzeit vor allem sehr, sehr viel mitnehmen, weil wir haben eine fantastische erste Halbzeit gespielt. Zweite Halbzeit, ja, nach den Wechseln und alles. Man kennt sich nicht gut, es passiert und da muss man auch ehrlich sein, dass es dann verdientermaßen 2-2 zu Ende gegangen ist. Alibi ist auf keinen Fall, es ist ja so, wir haben nur einmal gestern trainiert und wie viele Debütanten hatten wir heute? Ich glaube 4, 5. Und das ist kein Alibi, ist einfach die Wahrheit. Und, aber klar, wenn man 2-0 führt, will man auch gewinnen. Kapitän Kimmich, wie hört sich das an? Ja, ist mir egal, wie sie es anhört, aber es hat sich auf jeden Fall für mich schön angefühlt. Ein ganz besonderer Moment in meiner Karriere, den ich so schnell nicht vergessen werde. Hat Manu schon gesagt, dass die Binde jetzt an ihrem Arbeitsplan bleibt? Nee, ich glaube, Manu passt die fast ein bisschen besser. Ich muss sagen, vielleicht muss der DFB mal eine in XS herstellen, weil bei mir ist sie gerade in der ersten Halbzeit immer wieder runtergerutscht. Da muss ich mal morgen ein bisschen meinen Bizeps aufpumpen. In der Schweigeminute gab es 2 Zwischenrufe. Serge hat gelächelt. Was kam bei Ihnen an? Ja, muss natürlich nicht sein, dass man da zwischen reinruft. Das heißt nicht umsonst Schweigeminute. Ich glaube, irgendeiner hat dann auch reingerufen, dass er still sein soll. Halt's Maul. Ja, halt die Fresse, genau. Ja, muss nicht sein. Das ist natürlich grundsätzlich immer auch das Ziel eines Trainers, dass man genug Konkurrenzkampf auf den einzelnen Positionen hat. Das Ergebnis ist irgendwie ein bisschen zweitrangig, wobei ich sagen muss, natürlich, klar, ist man dann im ersten Moment ein bisschen enttäuscht, wenn man dann 2-2 noch spielt. Aber wenn ich dann so ein paar Minuten nachgedacht habe, jetzt nach dem Spiel, dann muss ich sagen, die erste Halbzeit war wirklich gut. Das war sehenswert. Und einige Spieler, die zum ersten Mal auf dem Platz standen, die haben ihre Sache schon auch verdammt gut gemacht. Ich meine, der Robin Koch hinten in der Abwehr war sehr stabil, war selbstbewusst, hatte eine gute Ausstrahlung. Er kam gestern zur Mannschaft, hat gestern Nachmittag mittrainiert und hat eigentlich keine Anzeichen von Nervosität gezeigt. Also von daher ist es gut, dass so einige, die jetzt ihre Chance hatten, das individuell auch sehr gut genutzt haben. Darüber bin ich natürlich froh. Und das gibt einem Trainer dann auch am Ende mehr Möglichkeiten.